Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Mappe, was haben wir die Woche? Ich bin schon ganz nervös. Wieso? Also, wir haben Bilanz. Okay. Jetzt. Immer gut. Und natürlich Special Guest. Was war los, Schwarzblau, die Woche? Die Regierung zieht ein Jahresbilanz. Und die ist? Na, erfolgreich. Weil sie immer noch zusammen sind? Na, weil ein Jahr vorbei ist. Okay. Hast du gelesen, der Kurz kandidiert für die FPÖ? Was? Ja, die Heute berichtet. Okay. In Tirol. Aber wieso? Er ist ja schon. Ich halte das sowieso für Fake News. Ja, eben. Der hat die FPÖ schon in der Tasche. Ja, eben, der braucht ja nicht mehr kandidieren. Übrigens, in der Tasche. Liste Pilz ist jetzt endgültig Geschichte. Schreibt die Heute. Machen wir gerade jetzt. Ja Leute, wie vorige Woche schon angekündigt, wir haben einen Special Guest. Der Trumpy-Bär. Sag, ist das der echte? Ja natürlich, Echtheitszertifikat. Alter, also bitte. Ein Postkarten-Hochglanz, der muss echt sein. Aber, ich habe eine Vermutung. Welche? Ja, schauen wir mal, ob ich recht habe. Oh, das wird den Trump nicht gefallen. Was? Made in China. Oh. Der ist aber wahrscheinlich den Zöllen entschlüpft. Okay. Aber er hat sogar die Karten hinten, die Fahne hinten drin, gell? Ja, hat er. Haben wir schon geschaut, gell? Ja, haben wir schon geschaut. Aber frisieren hättest du ein bisschen besser können. Glaubst du, war das ein Fehlkauf? Wie? Na, der Bär. Wieso? Na, wer weiß, wie lang der Trump noch ist? Naja, wahrscheinlich länger als uns allen lieb ist, aber auf jeden Fall länger als ihm Arnold Schwarzenegger lieb ist. Du, was hat denn die Woche über Trump geschrieben? Naja, eben, der Schwarzenegger ist ja ein guter Buddy von Van der Bellen. Und die waren beide beim Klimagipfel in Polen. Mhm. Und der Van der Bellen hätte eine Rede halten sollen, hat nur kurz Hallo gesagt und hat dann seine Zeit im Schwarzenegger gegeben. Cool. Voll. Und der hat natürlich gleich gesagt, ja du, die Gouverneure, die Staaten, die Bürgermeister in Amerika, alle sind voll für die Pariser Klimagipfelzertifikate. Mhm. Und dann alles, damit die Klima runtergeht und so. Und sein Abschlusssatz, der war hart. Was hat er gesagt? Heute haben wir über die Ohren zu, ich weiß nicht, ob wir das hören sollen. Gut, ich mach schon. Okay. Der Trump, der Schwarzenegger. America is more than just Washington and one leader. Martin, warum lesen wir die Heute? Damit wir was lernen. Stimmt. Was hast du gelernt die Woche? Ich habe gelernt, dass Wissenschaftler, aber wenn man es ja nicht zutraut, durchaus Humor haben. Deutsche Wissenschaftler haben jetzt, sie wollen das Weltall erforschen, das ist ja klar, wollen wir alle. Und um das zu tun, muss man lange im Weltall sein können. Mhm. Und dazu braucht man natürlich auch Essen. Mhm. Und deswegen schicken deutsche Wissenschaftler jetzt zwei Gewächshäuser mit Tomaten ins Weltall, die sie mit künstlichem Urin hochziehen wollen. Und was hat das jetzt mit Humor zu tun? Der Humor ist, schau, was die für ein Logo genommen haben. Das schreit schon nach Mutation. Ja. Oder sagen wir mal ehrlich, wer würde in so streng schauende Tomaten beißen wollen? Eins fällt mir ein. Was? Das wird das teuerste Ketchup ever. Auf jeden Fall. Du, was hast du gelernt die Woche? Ich weiß jetzt, warum die Parteifarbe der ÖVP türkis ist. Wieso? Naja, hast du das Foto gesehen? Ein Adventkranz mit schwarzen Kerzen macht sie sicher nicht so gut. Ja, hey, der Kurz ist ein schlauer Kerl. Da kann man sagen, was man will. Ja. Wie schauen denn eure Adventkerzen aus?
eure Adventkalender, ha? Mhm. Schickt uns ein Foto, würde uns wirklich interessieren. Ja, das war's für die Woche. Mhm. Wir und der Trumpy Bär, der schon wieder schlafen gegangen ist, der kann nicht so viel arbeiten. Konzentrationsschwierigkeiten. Eines der Probleme. Okay, in Wirklichkeit hat er seine Frisur richten müssen. Anyway, Leute, liebe Otto-Zuschauer, danke fürs Reinschauen. Lasst euch vom Weihnachtsstress nicht runterkriegen und Montag, wir sehen uns 20 Uhr auf Otto. Bis dahin, ciao. Ja, und ihr lieben Internetmenschen, auch euch, vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Teilen und lasst euch auch vom Weihnachtsstress nicht überrollen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Was Wichtiges hast du vergessen? Was? Beim Kommentieren. Ja. Die Fotos schicken. Genau. Schickt uns die Fotos von euren Adventkränzen. Hm? Warum hatten wir eigentlich keinen im Studio? Das nächste Mal haben wir einen. Alles klar. Bis dahin. Pfiat euch.